Hey Leute und herzlich willkommen zu einem, ja, mal wieder nach langem Flohmarkt und An- und Verkauf-Video. Und zwar war ich wieder auf dem Flohmarkt unterwegs, habe ich drei Sachen gefunden und eine Sache bei uns im An- und Verkauf. Das Spiel habe ich auch schon zu einem sehr guten Preis komplett gefunden auf eBay. Der Preis ist wirklich gut und das werde ich mir auch bald holen noch. Und ich habe noch eine Sache offen bei einer guten Freundin, aber ja, da werde ich mir dann auch noch ein Spiel von ihr kaufen, aber das kommt noch. Ich habe mir das erstmal reserviert und sie hat gesagt, ja, können wir machen. Da habe ich mir also schon eins reserviert. Top Zustand. Englisches Spiel mit deutschen Untertiteln, aber das juckt mich wenig eigentlich. Ich kann ja ganz gut Englisch und wenn nicht, dann lese ich die Untertitel und ja. Kommen wir auf jeden Fall zu dem, was ich auf dem Flohmarkt gefunden habe. Da habe ich zwei DVDs mit. Zwei für 5 Euro, also eine hat 2,50 gekostet und da habe ich einmal Hulk mit. Hulk? Also Hulk habe ich erst zu spät gesehen und dann habe ich mir... Weil erst wollte ich die andere DVD mitnehmen, habe ich mir gedacht, 2,50 für eine DVD, der Preis ist okay, aber warum... Ich nehme nur eine mit und dann habe ich Hulk einfach noch gefunden, zusätzlich. Und das, was ich eigentlich mitnehmen wollte, ist Spider-Man 3. Jetzt fehlt nur noch Spider-Man 1 und ich habe die komplette Spider-Man-Reihe voll. Yay! Das freut mich. So, dann habe ich ein Spiel gefunden. Bisschen kaputt, aber komplett, bis auf das Werbeblättchen. Dafür sind zwei Customer Information dabei. Yay! Die Anleitung ist natürlich auch dabei. Anleitung in Farbe. Alles gut. Und zwar handelt es sich bei dem Spiel um Pikmin. Natürlich ist hier das kaputt. Gestern habe ich mit einer guten Freundin, von der ich jetzt dieses Spiel abkaufe, habe ich noch drüber geschrieben über Pikmin. Und natürlich habe ich es hier. Ja, hier ist es kaputt, wie schon gesagt. Das Witzige ist, bei der Freundin, die hat es natürlich komplett mit Werbeblättchen und allem drum und dran. Aber bei ihr ist die kaputte Stelle nicht hier, sondern hier drin. Also bei ihr ist es auch kaputt. Yay! Gibt's Pikmin eigentlich auch im guten Zustand? Bis jetzt habe ich es noch nicht im guten Zustand gesehen, zumindest nicht für diesen Preis. Also, für die beiden DVDs, wie gesagt, habe ich 5 Euro gezahlt. Für das Pikmin-Spiel habe ich sage und schreibe 3 Euro gezahlt. 3 Euro. Und darüber kann man nicht meckern. Überhaupt gar nicht. Ja, da meckert man nicht rum. Wenn er meckert, der hat wohl noch nie irgendwas von irgendwelchen guten Preisen gehört oder kennt sich mit Sammeln überhaupt nicht aus. Dann war ich beim An- und Verkauf. Ich habe erstmal im Internet geguckt, was es so kostet, um mich darauf einzustellen. Habe ich gesehen, 15 Euro. Ich frage ihn mal, was es kostet. Na, der ist extra für mich runtergeholt, geguckt. Hat gesagt, ja, es kostet 10 Euro. Und da habe ich mir gedacht, 10 Euro dafür, komm, dann nehme ich es mit. Und zwar ist es das Lösungsbuch, oder das offizielle Lösungsbuch zu Pokémon Ranger Finsternis überall mehr. Und haltet euch fest, das Spiel komplett mit, oder allem drum und dran komplett, habe ich für 15 Euro gefunden. Das werde ich mir dann nächste Woche irgendwann bestellen. Also so, ja, nächstes Wochenende oder so. Dass es dann bald ankommt. Und ja. Damit wäre es das auch schon gewesen für diese Ausbeute heute. Ich lege nochmal alles da so hin, dass ihr es seht. Für Pikmin habe ich auch schon eine Ersatzhülle gefunden. Da werde ich einfach bei unserem An- und Verkauf für 94 oder was es kostet, Splinter Cell mitnehmen, habe ich für den PC schon komplett neuwertiger Zustand. Brauche ich also nicht für die GameCube, weil mich das Spiel auch sowieso nicht so interessiert. Ich habe es nur mit, weil es für 4 Euro neuwertig rumlag und ich es genommen habe. Und ja, darüber kann man nicht meckern. Dann nehme ich es für 94 mit und tausche einfach Pikmin mit Splinter Cell aus. Und dann könnt ihr, wenn ihr wollt, mich anschreiben, dann ist Splinter Cell einfach zum Tausch, wenn euch diese eine Ecke hier unten nicht stört. Ansonsten behalte ich es auch in meiner Sammlung, bisschen beschädigt, aber das ist dann egal, es bleibt dann auf jeden Fall ein Tauschstapel. Und hier oben noch Spider-Man hinlegen. So. Ja, das war mal wieder eine kleinere Ausbeute, aber ich wollte einfach mal wieder auf den Flohmarkt gehen, mal wieder ein bisschen was machen, bisschen was für meine Sammlungen.
Und ja. Nächsten Monat sind es übrigens schon 2 Jahre. Ja, also Mitte nächsten Monats sind es 2 Jahre, dass ich jetzt schon sammle. Mal sehen, was ich da so alles zusammenkratzen kann. Da habe ich nämlich vor, viel zu machen. Oder sehr viel zu suchen und zu holen. Auch für den Game Boy Advance, mit dem ich. Oder den Game Boy Advance SP, aber. Allgemein für den Game Boy Advance, mit dem ich hier angefangen habe zu sammeln. Mal sehen, was sich da so finden lässt. Ich bin da noch gespannt, was da so auf. Oder ich bin da mal am Schauen, was da so auf mich zukommt, was ich da so alles finde und so. Und ja. Übrigens, zu Pikmin kann ich eins noch sagen. Der hatte auch noch Donkey Konga ohne Bongos. Was für einen Sammler überhaupt nicht geht, ohne Bongos. Gar nicht. Und da habe ich mir dann gedacht, nee, nimmst es nicht mit, der wollte 2 für 5 verkaufen, aber nee. Nee. Ja, auf jeden Fall soll es dann für dieses Video erstmal gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.